Wer von euch hat schon mal mehr Zeit als geplant am Handy verbracht? Einmal kurz Hände hoch. Ganz ehrlich, wer jetzt nicht die Hand gehoben hat, bist du dir wirklich sicher? Es ist doch mittlerweile für uns alle schon normal, dass wir länger am Handy hängen als eigentlich geplant. Warum ist es eigentlich so und wie kann man sich dagegen wehren? Darüber spreche ich heute im Video mit einer Person, die da eine spezielle Lösung gefunden hat, wie ich mal sagen würde. Mit mir im Studio ist heute die Lea. Lea, magst du dich kurz selbst vorstellen? Ja, mein Name ist Lea und ich bin App-Entwicklerin und Designerin bei Meaningful Things. Und wir haben zusammen eine App entwickelt, die heißt Attentive, mit der man weniger von seinem Smartphone abgelenkt werden soll. Ehrlich gesagt finde ich, es klingt ein bisschen komisch, eine App, die uns vom Nutzen von Apps befreien soll. Aber erstmal, warum fällt uns das eigentlich so unheimlich schwer? Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, dass man was braucht, um sich von diesem Smartphone-Nutzen so ein bisschen zu befreien? Weil die Bewegung, ein Smartphone wegzulegen, ganz ehrlich, die ist ziemlich einfach eigentlich. Ja, aber so einfach wie es ist, es wegzulegen, ist es auch wieder herzuholen. Und dadurch, dass wir das Smartphone immer und überall dabei haben, ist die Ablenkung auch immer nur ein Griff entfernt. Also deswegen ist es wichtig, sich vielleicht auch klar zu machen, dass es nicht nur an der Selbstdisziplin oder Motivation hängt, dass wir immer wieder abgelenkt werden, sondern auch das, was in dem Smartphone ist, also die Apps, dazu gemacht sind, dass wir da drin sehr viel Zeit verbringen. Und wie bekommen das die Apps hin? Also sie verkaufen oft unsere Daten. Je länger wir in den Apps drin sind, können sie eben schauen, auf welche Buttons wir gedruckt haben. Und dann haben sie Daten, die sie an Dritte weiterverkaufen können. Somit verdienen sie Geld. Und sie verdienen Geld mit unserer Lebenszeit. Sie können uns auch Werbung anzeigen in den Apps. Damit verdienen sie auch Geld. Und das ist, finde ich, sehr wichtig, sich das erstmal klar zu machen. Und wie bekommen sie das hin? Sie möchten ja viel Geld verdienen. Und das ist meistens mit Dark Patterns. Also die verursachen, dass wir in den Apps ganz viel Zeit verbringen. Dark Patterns klingt gruselig. Was genau ist das? Ja, also Dark Patterns sind im Prinzip Tricks, wie unsere menschlichen Schwächen ausgenutzt werden. Das FOMO, also die Angst, dass man irgendwas verpasst, auch ein großes Thema. Und da gibt es so Beispiele wie die 24-Stunden-Stories in Social Media, die dann verschwinden. Da muss ich immer wieder reingucken, weil es posten ja nicht alle morgens die Stories und dann kann ich immer morgens rein, sondern über den ganzen Tag verteilt. Also da gibt es immer wieder was Neues und ich möchte immer auf dem neuesten Stand bleiben. Deswegen gucke ich da immer wieder rein. Und dann gibt es auch Sachen, ihr kennt vielleicht Werbungen, die man ganz schlecht wegklicken kann. Also da ist der X-Button dann ganz versteckt und grau, in hellgrau, dass man ihn fast nicht sieht. Oder bei YouTube und Netflix, wenn man sagt, okay, jetzt noch dieses eine Video und danach mache ich aber aus. Das geht meistens nicht, weil es Autoplay gibt. Also das Video geht von automatisch dann wieder, geht's weiter. Und somit ist es endlos. Es ist ein endloses Scrollen auch in den Newsfeed. Das kennt ihr vielleicht von Facebook auch oder Instagram, dass es einfach kein Ende gibt. Und somit hängt man ewig auch noch dran, ja. Trotzdem bleibt mir das so ein bisschen hängen. Eine App, die mir helfen soll, mein Smartphone weniger zu nutzen, da habe ich mein Smartphone ja dann erst in der Hand. Wie seid ihr denn genau auf diese Idee gekommen? Ja, also es klingt erstmal nach einem schlechten Witz, weil wir ja eigentlich möchten, dass die Menschen weniger Zeit vor dem Smartphone verbringen. Allerdings haben wir gemerkt, wir möchten die Leute dort abholen, wo das Problem ist. Und wir sind ja auch keine App, die möchte, dass ihr danach euer Smartphone wegschmeißt oder verbrennt, sondern das Smartphone hat ganz viele Qualitäten und nützliche Sachen. Und diese machen wir uns auch mit der App zu nutzen, zum Beispiel die User zu erinnern, dass sie doch eigentlich ihr Telefon aus der Hand legen wollten. Und in der ganzen Zeit, in der wir diese App entwickelt haben, das ging übrigens 2 Jahre lang, weil wir von der Idee dann das Konzept entwickelt haben. In der App gibt es auch ganz viel Hintergrundwissen, um es langfristig eben diese neuen Gewohnheiten zu etablieren. Und in dieser Zeit haben wir gemerkt, immer wenn wir Freunden oder Bekannten die Idee gepitcht haben, also erklärt haben, kam, oh, diese App brauche ich, das brauche ich. Oder, oh, das braucht mein Freund, das braucht meine Freundin. Und da haben wir gemerkt, okay, es ist ein Riesenbedarf da und ja, das Smartphone kann einem helfen, diese neuen Gewohnheiten, die gesünder sind, zu etablieren. Mhm. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, es geht irgendwie auf der einen Seite darum, diese Dark Patterns, also was zieht uns so in die Apps rein, zu erkennen und darum, neue Gewohnheiten vielleicht zu etablieren.
Kann man sowas denn üben? Und wenn ja, hast du irgendwie so ein, zwei Übungen für uns, die man eigentlich direkt mal machen könnte jetzt? Ja, also am wichtigsten ist es, denke ich, dass man sich erstmal bewusst wird, in welchen Situationen oder welche Emotionen einen reinziehen in das Smartphone. Und dann kann man vielleicht da ein Muster entdecken. Das ist, glaube ich, ein erster guter Einstieg. Und dann kann man schauen, wir haben zum Beispiel als Beispiel oft gemerkt, dass es abends und morgens oft passiert, dass man da länger dran hängt an dem Smartphone, als man möchte. Und dann geht man doch später ins Bett. Und da gibt es das klingt jetzt ganz dumm, aber den guten alten Wecker, das ist eine super Lösung. Der hilft einem dann, ins Bett zu gehen ohne das Smartphone und somit auch weniger Zeit dann noch vor dem Smartphone zu verbringen. Das ist eine gute Lösung. Und mein Favorit ist die Telefongarage. Da ist die Idee, dass man zum Beispiel sich eine kleine Dose oder eine Schublade oder ein Regalbrett aussucht und sagt, okay, da lege ich mein Smartphone hin. Ich trage es nicht überall mit mir rum und nehme es sogar mit ins Wohnzimmer, ins Bett, sondern ich lasse es dort liegen. Und das hat sich in vielen Familien schon so eingespielt, irgendwie, dass es oft einen Ort gibt, wo das Ladegerät ist meistens. Allerdings ist der oft mitten in der Küche oder im Wohnzimmer, wo ihn alle sehen. Und da ist so dieses Schokoladenprinzip von mir jetzt gerade selber erfunden, dass wenn ich die Schokolade sehe, dann kriege ich auch Lust. Und wenn ich sie nicht sehe, dann vergesse ich sie sogar vielleicht und kann aufmerksamer in Gesprächen sein, weil ich nicht mittendrin im Gespräch danach greifen kann, weil es einfach weg ist. Und da kann man auch zum Beispiel die Dosen, die könnte man sich eine schöne Holzdose kaufen, die dekorieren, das ist ein tolles Geschenk. Das klingt richtig cool und ich kenne das sogar aus dem Alltag, wenn man sich mit Freunden trifft und mal das Smartphone in der Tasche lässt, dann bemerkt man ja auch, dass man eher nicht danach greift. Wenn es aber alle auf dem Tisch liegen haben, dreht man schnell um. Da kann ich mir vorstellen, kann so eine Handygarage, Telefongarage schon richtig was bewirken. Was mich noch ein bisschen interessieren würde, ist, ich habe den Eindruck, ich bin immer mehr abgelenkt von meinem Smartphone. Ich habe auch irgendwie immer mehr Apps drauf und es wird immer, immer schwerer, auch wenn ich versuche, so kleine Übungen im Alltag zu integrieren. Was meinst du, wird es in der Zukunft alles noch schlimmer? Sind wir dann alle nur noch abgelenkt und können eigentlich gar nicht mehr ohne Bildschirm? Ja, also ich denke, dass die Ablenkung immer größer wird. Wenn man in die USA schaut, wo die Trends ja auch zu uns herkommen, da ist das schon ein viel größeres Thema als bei uns. Und deswegen denke ich, dass es mehr Ablenkung geben wird in Zukunft, weil Apps werden nicht aufhören und Dark Patterns auch nicht. Aber dass es dadurch auch immer mehr tolle Leute gibt, die neue Ideen haben. Und wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren ist es normal, dass wir zu Hause einen Ort haben, versteckt, wo unsere Smartphones abgelegt werden. Und deswegen blicke ich sehr gespannt in die Zukunft und ich glaube, dass da noch großartige Dinge passieren werden, weil es wird wichtig sein, zu lernen, diese Ablenkung zu widerstehen und aufmerksamer zu werden. Das wird beim Lernen, im Beruf, in den Beziehungen wird das, glaube ich, ein wichtiges Thema sein, dass das eine Qualität wird, wenn man es schafft, aufmerksam zu sein. Deswegen bin ich gespannt. Also das klingt schon mal sehr hoffnungsvoll und so, als müssten wir uns nicht große Sorgen machen, sondern als würden wir das irgendwie schon alle hinbekommen. Das freut mich ja schon mal. Ich habe auf jeden Fall einige Tipps mitgenommen und überlege gerade schon, wie kann ich mir so eine Smartphone-Garage basteln? Und vielleicht fange ich auch so ein Tagebuch an, in dem ich mir mal festhalte, wann nehme ich es denn immer zur Hand und wie geht es mir dabei und vielleicht auch, wie geht es mir danach? Also ich bekomme schon Lob von Lea, wenn ihr noch mehr zu diesem Thema lesen, sehen, hören wollt, dann schaut mal in die Infobox, da haben wir euch ein paar Tipps und auch die App von Lea und ihrem Team verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat oder weitergeholfen hat, dann freuen wir uns über ein Abo oder ein Like.